Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge im LS22 und wir sind unterwegs zu unserem Hof. Wir sind auf der Deichhof Abendfrieden. Ihr wisst Bescheid, die Map vom Kalle und das ist Folge Nummer 8. Und Folge Nummer 8 ist die Folge nach unserem Late Night Farming Stream, wo wir 4 Stunden hier auf der Deichhof unterwegs waren. Und wenn ihr jetzt da den Stream verpasst habt oder euch noch nicht angesehen habt, euch also die 4 Stunden nicht gegönnt habt, dann will ich euch hier in dieser Folge erstmal wieder ins Boot holen und euch zeigen, was sich denn da alles getan hat. Denn wir haben ein bisschen was gebastelt, wir haben einiges festgestellt, wir haben einiges getestet und das möchte ich euch zeigen. Aber vor allen Dingen möchte ich mich recht herzlich bei euch bedanken, denn ich habe jetzt die magische Nummer von 500 Abonnenten, von 500 Abos geknackt und da möchte ich mich recht herzlich bei euch bedanken. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich hier so ein bisschen wild und scheps durch die Gegend fahre. Recht herzlichen Dank für eure Unterstützung und auch recht herzlichen Dank an alle, die bei unserem Late-Night-Farming-Stream dabei waren, im Chat so kräftig, tatkräftig unterstützt haben. Auch da möchte ich mich recht herzlich bei euch bedanken. Die Community ist einfach super. Auch das wurde wieder festgestellt in dem Chat, dass das richtig angenehm ist für die entsprechenden Zuschauer und dass das einfach hier schön ist. Und dafür bedanke ich mich recht herzlich, denn das Ganze funktioniert ja nur mit euch. So, hier rechts seht ihr, die Wiese habe ich mittlerweile gemäht. Jetzt dann noch ein bisschen schwadern und das Ganze dann ins Silo. Und das ist auch gleich das Stichwort, denn ich bin ja hier mit dem Kollegen unterwegs und habe vom Händler unsere Silage bzw. unser Siliermittel geholt, unsere Palette, denn unser Ladewagen ist leer und deswegen hier das Material hier zum Ladewagen gebracht, um aufzufüllen. Und wenn ihr das genau beobachtet, dann seht ihr, dass sich hier ein bisschen was verändert hat. Also wir schauen uns das Ganze an, denn wir hatten ja das Thema mit dem Silo, mit dem Durchfahrsilo. Das hat mir nicht so richtig gefallen. Also habe ich mir gedacht, wir machen das Silo weg. Wir machen dann hierfür ein schönes Fermentersilo hin und da packen wir unser Gras rein. Und die Wiese, die große, große Wiese hat 330 oder fast 340.000 Liter Gras gebracht, das wir hier jetzt in dem Silo zur Silage verarbeiten. Und ich habe da auch schon einiges in die BGA geworfen. Ich habe das auch ein bisschen jetzt hier angepasst. Wir haben jetzt auch festgestellt, dass wir auf der Map gar keine Tankstelle haben. Jedenfalls habe ich keine gefunden. Deswegen haben wir hier eine Tankstelle hingebaut und natürlich hier für die Wartung auch noch einen Dampfstrahler. Somit haben wir alles, was wir auf dem Hof brauchen. Wir können tanken, wir können putzen, wir können mit der Werkstatt umbauen und somit sind wir soweit glücklich. Und jetzt wird vielleicht der Pepe denken, wie hat er das jetzt mit dem Eimer gemacht? Ja, Trick 18, denn wenn man das Silo entfernt, das geht ohne Probleme weg, das kann man verkaufen. Natürlich gehen hier nicht die Scheinwerfer weg, die Laternen, die bleiben stehen. Deswegen habe ich da vorne auch diese Betonbarrieren hingemacht, damit wir so ein bisschen einen Fahrweg haben. Aber hier an der Stelle, da ist ein Eimer und vielleicht sieht man es hier noch. Ich weiß es nicht, doch ich glaube, da sieht man es. Ah, ich habe nicht ganz genau gearbeitet. Aber ich habe mir gedacht, ich stelle hier einfach einen Baum hin und dann ist der Eimer zumindest ein bisschen weg. Okay, also das wäre ein Teil. Der zweite Teil ist, dass wir hier die BGA zum Laufen gebracht haben und festgestellt haben, dass die nicht gerade allzu schnell ist. Aber gut, sei es drum, die war mit dabei, die hat nicht extra gekostet und sie arbeitet jetzt genüsslich vor sich hin und bringt uns ein bisschen Geld. So wie überhaupt alles hier etwas langsamer zu sein scheint, auch die Produktionen sind alle hier ein kleines bisschen langsamer. Also hier können wir echt entschleunigen. Übrigens, mein Fehler im Stream war, ich habe gedacht, hier würde man abladen können, nämlich auch Silage. Nein, das ist natürlich für das Manure-System, damit man sich hier dann anstöpseln kann und natürlich dann Gülle zum Beispiel hier reinpumpen kann. Also hier kann man natürlich keine Silage ablegen. Silage muss man hier oben machen, kann man auch rückwärts ranfahren mit dem Ladewagen und dann abkippen oder eben oben die Ballen reinwerfen, wenn man dann eben auch ein Gerät hat, das hoch genug hinauskommt. So, Freunde,
So, hier sind die Silageballen, die werden jetzt langsam aber verarbeitet und die 350.000 Liter, die da drin sind fast, wenn die zu Silage sind, ich glaube, das hebt uns mehr als ein ganzes Jahr und deswegen werde ich euch auch noch kurz erzählen wollen, wie wir dann auch letztendlich mit der Wiese, mit der großen Wiese umgeben, denn da habe ich nämlich auch einen Plan dafür. So, jetzt aber... der Motor lief schon wieder die ganze Zeit. Jetzt erstmal hier ran und mal schauen, ob wir das hier jetzt so laden können. Bingo. Jo, wunderbar. Dann fahren wir nämlich rüber und werden noch das restliche Gras hier reinwerfen. Ich habe die Hälfte wieder Heu gemacht. Safe. So, Motor an. Da kann schon mal ein bisschen warm laufen. Den bringen wir jetzt ins Palettenlager. Das müsste eigentlich, glaube ich, so klappen. Ja, und ich muss sagen, ich glaube, der Umbau ist mir ganz gut gelungen. Ein bisschen hier eben entsprechend befestigt. Und insofern passt das ganz gut, auch mit der Tankstelle. Und somit sind wir jetzt hier auch wirklich schön versorgt hier am Hof. So, Dele. Und nimm das. Sehr schön. Und ihr seht ja auch, er packt es ganz nach hinten rein. Wir haben unser erstes Brot und wir haben unsere ersten Sandwiches. Witzigerweise halt hier drin in diesen Pappkartons. Aber gut, dann ist das so. Und da werden wir auf jeden Fall Material noch verkaufen können. So, dann bringen wir den hier. Ja, wo stellen wir den hin? Ach, den stellen wir einfach hierher und dann ist gut. Dann wissen wir, wo er ist, wenn wir ihn brauchen. Ach, die Rundumkennleuchte. So. Und dann raus aufs Feld. Dann mal raus aufs Feld und noch ein bisschen Gras eingesammelt. Sehe ich da gerade richtig? Ausmachen. So ist gut. Da habe ich doch tatsächlich hier die Aufnahme unten gehabt. Die Grasaufnahme oder wie nennt man eigentlich dieses Teil? So. Sehr schön. Und dann müssen wir auf jeden Fall mal anfangen zu düngen. Mist können wir ja ausbringen, das ist nicht das Problem. Aber mir fällt jetzt ein, wir haben noch gar kein Güllefass. Und wir haben natürlich jetzt Gülle und Gärreste. Yep. Und Mist. Und zu dem Thema Mist werde ich auch noch gleich was sagen. Da fahren wir nämlich mal beim Schafstall vorbei. Und da haben wir nämlich auch ein bisschen was ausprobiert. Und es wurde jetzt auch schon in die Kommentare geschrieben, habe ich gerade gesehen. So, hier lang. Dann nehmen wir das hier noch auf. Ja, ich muss, da oben liegt noch ein bisschen Heu und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich glaube, ich sollte hier über 50% kommen. Dann wird das Heu auf jeden Fall keine Rolle spielen beim Aufnehmen. Ja, also um es gleich vorweg zu sagen, also die Idee mit unserem großen Grasfeld ist, dass wir da nicht mehr ganz so viel Gras machen, denn was unsere Kühe angeht, kommen wir und unsere Schafe angeht, kommen wir hier mit diesem Grasfeld, ich glaube, mehr als gut über die Runden, wenn wir hier zweimal im Jahr ernten können, mähen können. Und deswegen habe ich vor, dieses große Grasfeld, ja, nicht mit einer Frucht, sondern wir werden da gleich mehrere Früchte draufpacken, denke ich. Wir werden da auf jeden Fall Soja und Raps draufpacken und eventuell doch noch schon im nächsten Jahr wohlgemerkt Mais. Denn ich habe auf jeden Fall vor, auch noch den Schweinehof zu kaufen, zu erwerben hier auf dieser Map. Und das bedeutet natürlich, dass wir Futter brauchen und da brauchen wir mit Sicherheit eben Mais, Soja, Getreide und irgendwann, früher oder später, natürlich Zuckerrüben oder Kartoffeln. So, wir werden jetzt einen kleinen Abstecher machen, denn ich zeige euch mal ganz kurz, was wir am Schafstall gemacht haben. Denn da wurde auch schon geschrieben, dass man dort auch eine Mistplatte setzen kann. Und die Schafe würden dann auch Mist produzieren, denn wir haben ja, ihr wisst es ja, nicht auf der Weide, aber im Stall konnten wir ja Stroh einwerfen. Und ich habe mir ja gedacht, was passiert da? Im Moment ja gar nichts. Und da wurde da auch eben in den Chat reingeschrieben, du kannst da eine Mistplatte setzen und dann geben die Schafe auch Mist. Ja... Und ich denke, das wird auch so sein, wenn ihr auf dem PC spielt. Also hier auf der Konsole hat das leider nicht funktioniert. Das ist hier anscheinend extra für den Schafstall. Ein Mod stand extra dabei hier. Mistplatte für Schafstall.
Aber da tut sich leider gar nichts und es tut sich auch hier drin nichts. Das heißt, wir haben immer noch 7503 Liter Stroh drin. Also leider nicht so eine ähnliche Geschichte wie auch auf der Kallebach. Da haben wir ja auch versucht, letztendlich eine Mistplatte auch bei den Schafen zu setzen, weil wir ja da auch Stroh eingeworfen haben. Hat aber nicht funktioniert. War auch beim Schweinestall, so viel ich weiß, ähnlich. Hat ja nicht funktioniert, weil wir haben ja die ganze Zeit überlegt, wie kommen wir an Mist ran für unser Gewächshaus. Und nee, hat nicht funktioniert. Jedenfalls hier nicht auf der Konsole. Also ich will es mal so formulieren. Ist mit Sicherheit der Konsole geschuldet, denn wenn man eine Mistplatte setzt oder ähnliches, eventuell muss man da halt eben auch wieder irgendein Skript aktivieren und das tut's eben auf der Konsole leider nicht. Jo, also dann wäre das auch aufgelöst und das hätten wir dann sozusagen auch hier in unserem Late-Night-Farming-Projekt oder in diesem neuen Format festgestellt, dass das leider nicht funktioniert. Tut uns aber nicht weh. Die Mistplatte, also lassen wir sie einfach dort stehen, optisch. Wir tun so, als wenn die mal vielleicht zu einem Schweinestall gehört hätte und jetzt halt nicht mehr benutzt oder benötigt wird. Sei es drum. So, wir machen hier noch ein bisschen weiter im November, dass wir hier mit dem Grasfeld soweit fertig werden. Dann checken wir mal, was wir verkaufen können und wann wir es verkaufen können, denn wir müssen auch ein bisschen ans Geld denken. Denn die 66.000 da oben, das ist sozusagen der Rest eines 250.000 Euro Kredites. Und insofern müssen wir auch schauen, dass wir langsam ja Geld verdienen. Eier haben wir ja schon mal verkauft. Das hat uns ja schon ordentlich Geld eingebracht. Aber jetzt müssen wir halt schauen, dass es auch mit den anderen Feldfrüchten funktioniert. Und mit unseren, vor allen Dingen, Produktionen, mit unseren Sandwiches und dem Brot. Und da schauen wir mal, wann wir das Ganze verkaufen wollen. Denn alles, was wir hier produzieren, wollen wir ja auch veredeln. Und dann sozusagen in der letzten Stufe wegbringen. Und ich bin auch mal gespannt, wie das mit der Wolle aussieht. Da müssen wir uns eventuell Gedanken machen, dass wir frühzeitig auch da die erweiterte Produktion, wo wir aus Wolle direkt Textilien machen können, beziehungsweise Kleidungsstücke, nicht Textilien, genau eben das nicht. So, jetzt habe ich wieder mal das, genau, die Aufnahme nicht runtergelassen. So, jetzt aber. Okay, es bleibt Gras, sehr schön. Aber wie gesagt, wir sind ja auch erst am Anfang hier Deichhof Abendfreden. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Wir sind ja erstmal im November, haben gerade mal 2 Monate gemacht. Beziehungsweise 3. Und somit haben wir noch viel, viel Zeit. So, ich mache jetzt Folgendes. Nachdem jetzt außenrum genügend Platz ist, lasse ich mal jetzt unseren Helfer marschieren. Der soll hier noch ein bisschen schwaden. Und dann, denke ich, werden wir uns noch schnell mal ein Güllefass kaufen, wenn wir hier durch sind. So, dele. Ja, wobei kaufen, ich bin da gerade ein bisschen überlegen. Also, wie gesagt, ja, die Finanzen. So, ab die Post. Ab die Post. Sehr schön. Und dann schauen wir mal ganz kurz rein. Ist denn vielleicht irgendwas zufällig dazugekommen? Nein, leider nichts. Nichts im Gebrauchtmaschinenverkauf. Ja. Aber okay, wir werden schon was finden. So, er soll noch ein bisschen marschieren. Und ich zeige euch nochmal ganz, ganz kurz, was ich meinte hier mit dem Feld. Also wir haben ja hier dieses große, große Grasfeld, nennen wir unser eigen. Und das habe ich vor, eventuell zu dritteln oder zu vierteln. Und dann machen wir hier nämlich entweder in der Richtung oder in eben so rum oder hier in der Richtung werden wir dann eben verschiedene Fruchtsorten ansäen. Und ich denke da eben vor allen Dingen an Soja und Raps. Ja, Raps sind wir schon durch, ne? Ja, aber ich glaube, Soja und Raps ist bei den Schweinen sowieso das Gleiche. Wir brauchen vor allen Dingen halt Mais. Also werden wir, denke ich, nicht darum herumkommen, eventuell die Geräte dafür mal auszuleihen und dann mal Mais anzusäen. Und das hieße aber auch, dass wir, glaube ich, uns einen Grubber besorgen müssen. Denn für Mais müssen wir definitiv vorher, glaube ich, grubbern. Denn Direktsaatmaschine weiß ich jetzt gar nicht. Gibt es denn eine Direktsaatmaschine
bei Einzelkorn? Bin ich jetzt gerade überfragt. So, wir gucken mal. Doch mit Sicherheit, oder? Hier, die Lemken, die würde mir halt sehr, sehr gut gefallen. 6 Meter, die kommt wesentlich vorwärts. So. Ja, natürlich gibt es ja auch direkte Saatmaschinen. Natürlich, klar. Was haben wir denn da überhaupt im Portfolio? Ist da noch irgendwie was Spannendes dabei? Ah, die Horsch, die Horsch. Ja, aber da müssen wir, wie gesagt, überall vorher grubbern, auch mit der Horsch Maestro, meinem Lieblingshorsch sozusagen. Mhm, genau. Also so viele Direktsaatmaschinen gibt es nicht. Klassischerweise würde man da vorher grubbern. Naja, wir werden sehen. So, jetzt erstmal noch ein bisschen Material einfahren. Und ihr seht, wir haben da doch einiges geschafft in den 4 Stunden Late Night Farming. Ein Format, das ich jetzt auch im Herbst und im Winter mal des Öfteren einführen möchte. Aber immer ein bisschen, ja, ich sage mal, spontan oder in unregelmäßigen Abständen. Hängt immer so ein bisschen davon ab, was ich zu tun habe oder was sich da so ergibt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir nächste Woche auch wieder einen Termin finden. Entweder am Freitag oder am Samstag. Tendenziell eher Samstag. Und dann gehen wir da auch nochmal raus und machen auf jeden Fall ein bisschen länger. Ist ja jetzt auch bei der ersten Folge Late Night Farming, hatte ich eigentlich vor, um 1 Uhr Feierabend zu machen. Aber da waren noch so viele Nachtvögel dabei, dass ich dann doch auch auf jeden Fall über 2 Uhr kam. Das war aber echt spannend und schön und wir hatten echt, ja, ich sage mal, einen schönen Chat und nett geplaudert. So könnte man das auch formulieren. Und wie gesagt, auch ein bisschen was ausprobiert, was getestet. Und die Erkenntnis mit der Mistplatte ist halt eben, ja, geht leider nicht auf der Konsole. So, Dele. Dann bringen wir das Ganze jetzt auch wieder ins Silo. Optisch finde ich, passt das ganz, ganz gut hierher. So, wir können da natürlich auch wieder von beiden Seiten ranfahren. So, ein bisschen langsam, langsam, langsam. So. Jetzt ist es natürlich so, dass wir hier eine kleine Unterbrechung haben in dem Bordstein und hier auch, weil da eben natürlich das Silo, die Silowände waren. Habe ich immer gedacht, okay, können wir lassen, weil es wurde abgerissen und deswegen nicht unbedingt jetzt erneuert. Und weil wir hier den Waschplatz haben und natürlich auch eben die Dieselstation, habe ich mir auch gedacht, werden wir das Ganze hier ordentlich pflastern, ne? Dann passt das nämlich auch. Genau. Und das hat das doch ein bisschen Hand und Fuß, das Ganze. So, wieder zurück zum Feld. Und ich glaube, wir kommen jetzt bald hier auf über 400.000 Liter Silage. Und das ist schon ordentlich. Damit können wir auf jeden Fall locker, locker arbeiten. Aber wie gesagt, so die gesamten Produktionen, ob das jetzt das Gewächshaus ist oder auch die Bäckerei und so weiter und auch eben die BGA, ja, das scheint alles ein bisschen langsamer zu laufen von den Zyklen. Also da kommt jetzt nicht das Wahnsinnsgeld rein, sondern einfach schön kontinuierlich, langsam. Was natürlich auch ein bisschen den Vorteil hat, dass wir nicht wie wild immer nachkippen müssen. So, dann holen wir hier die Reste mal rein. Ich überlege gerade, muss ich den Lindtrack aus dem Weg nehmen? Ja, den müssen wir noch schnell aus dem Weg nehmen. Und dann schauen wir mal. Ja, wobei ich denke fast, wir werden nur ein ganz normales, kleines Fass holen. So, Motor an, zusammenpacken. Und mal vom Feld runter. Und für den Schwader, muss ich ehrlich sagen, habe ich einfach immer noch keine vernünftige Halle gefunden. Also egal, was ich mir gedacht habe, ich komme da mit dem Teil nirgends rein. Also müssen wir das einfach aufs, ja, aufs freie Feld stellen. Hilft nichts. Also im Moment zumindest. Bin ja am Überlegen, ob wir hier rechts vielleicht dann doch ein bisschen was bauen. So einen kleinen Parkplatz oder Abstellfläche. Eine Halle oder so wird da nicht hinpassen. Mit den Bäumen, aber den können wir auf jeden Fall hier so stehen lassen. Sieht man ja letztendlich ja auch so auf dem Hof manchmal bei den Geräten. So.
den stellen wir mal hierher. Ah, es ging ja vor allem um den Kollegen, den musste ich ja tanken eigentlich. Und der da, oder der ist der Grund, warum es mir aufgefallen ist, dass wir überhaupt gar keine Tankstelle hier auf der Map haben. So, jetzt ist gut, jetzt ist er getankt. Ja, ich glaube, wir können den hier reinstellen, da ist Platz, hervorragend. Und dann fällt mir noch ein, dass wir für den Lintrak auch kein Gewicht haben. Auch das müssen wir noch ändern. So, letzte Bahn. Und eine Eierpalette steht auch schon wieder. Hervorragend. 37%. Schönes Wetter im November haben wir auch. Und eigentlich müssten wir das Grasfeld meines Wissens auch kalken, oder? Kann das sein? Ja, okay, pH-Wert ist noch okay. Noch okay. Aber ich glaube, das andere Feld müssen wir definitiv kalken. Aber das können wir ja alles im nächsten Jahr machen, nachdem wir hier auch ein bisschen mal was verkauft haben und hoffentlich mal Geld eingenommen haben. So. So, dann schauen wir mal kurz in die Produktion rein, während der hier jetzt abkippt. Die Biogasanlage, 48.000 sind drin. Interessant ist eben auch, dass man gar nicht hier auswählen kann, was er mit dem Strom macht. Also das wird definitiv immer verkauft sofort. Und man sieht eben auch Zyklen pro Monat, 24. Das ist jetzt wirklich nicht ein Burner. Okay. So, hier sieht man die Zyklen schon deutlich mehr. Dann sind wir soweit durch, was Mehl angeht. Tomaten und Salat wird produziert für unsere Sandwich-Produktion. Und hier haben wir jetzt Grassilage drin, 378.000. Und auch hier sieht man deutlich, schneller wird gearbeitet, 120 Zyklen. Also wir produzieren mehr oder schneller Silage, als dass wir sie in der BGA verbrauchen können. Jetzt will ich noch kurz schauen. Okay, Gärreste 9.400. Was haben wir denn bei den Kühen? Da haben wir 13.000 Gülle, also das reicht auf jeden Fall. Okay, dann können wir auf jeden Fall jetzt erstmal den Ladewagen wegbringen. So, jetzt überlege ich gerade, ich glaube, den hatten wir hier so rückwärts reingeschoben. Ja, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ja, da haben wir noch ein bisschen Luft, können wir wieder nach vorne ziehen. Hervorragend. Und dann fahren wir mal zum Händler unseres Vertrauens und schauen mal, was der gerade im Angebot hat an entsprechenden Güllefässern. Jo, links ist frei und auf die Piste und rechts hat so ein schönes Maisfeld, so ein richtig schönes Maisfeld. So, und dann wurde mir ja auch schon im Chat gesagt, dass auf jeden Fall Sonnenblumen und die dazugehörige Produktion, die dann Sonnenblumenöl herstellt, auf jeden Fall auch sehr, sehr lukrativ sei. Ja, aber wenn wir natürlich den Schweinestall kaufen, dann müssen wir uns auch Gedanken machen, dann brauchen wir natürlich auch eventuell die Sonnenblumen, um eben die Schweine zu füttern. Und das ist so ein bisschen auch der Punkt, der Scheideweg. Gehen wir in die Produktion, nämlich Mais, Popcorn herzustellen und Soja und Raps eben Öl herzustellen, nicht Soja, Sonnenblumen oder Rapsöle herzustellen. Ja, oder produzieren wir das Material für unsere Schweinchen, um die zu füttern. Denn für beides gleichzeitig wird es wohl im Moment knapp, knapp, knapp. Denn so viel Material werden wir gar nicht dann produzieren können. Also das sind so Überlegungen, die wir dann auch treffen müssen, denke ich, fürs nächste Jahr, wenn wir eben in die Aussaat gehen. So, jetzt sind wir wieder hier.
und schauen mal, was uns vom Händler angeboten wird. So. Da. Machen wir es klassisch. Neben der Stechuhr oder was ist denn das? Nee, das ist keine Stechuhr. So, was haben wir bei Güllefässern? Miststreuer, Gülle. Ja klar, natürlich der Klassiker hier mit 8,82 Kubik. Ja, und dann wird es schon weniger. Natürlich witzig wäre hier einer mit, das müsste doch einer sein, der grubbert, oder? Der das praktisch direkt eingrubbert. Ja, da wird es aber gleich richtig teuer. Da wird es gleich richtig teuer. Müssen wir mal nach hinten rausgucken bei den Mods, ob da was Interessantes dabei ist. Hier, Fliegel. 10,6. 18 Kubik. Ja, das wäre natürlich schon sinnvoll, ne? 150 PS, 18 Kubik, weil der macht nur 10. Da kriegen wir natürlich deutlich mehr raus. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Freund im Moment mehr von den Schleppschläuchen. Das ist halt eher was für die großen, großen Felder. Aber für das Kleine hier wäre, denke ich, das Güllefass mit Sicherheit nicht verkehrt. Ja. Ja. Okay. So, Konfiguration grün. Achso. Streusystem Standard. Aufbau? Was ist ein Aufbau? Ach, da kann man mit Sicherheit da noch was zusätzlich dranhängen. Kann das sein? Nee. Nee, dann machen wir mal Standard. So, was haben wir denn? Obwohl, was zeigt er dann an? Nee, 20 Meter. Was macht denn eigentlich das andere? 10,4 und da haben wir 20. Ja, ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Wir nehmen es so, wie es da steht, hervorragend. Einmal Fliegel, Güllefass bitte. Und dann sind schon wieder 28.000 Euro weg. Jo, also, jetzt haben wir auch unsere Güllefass und das heißt, in der nächsten Folge werden wir dann unsere Felder düngen und dann sehen wir mal, wie wir auch wieder an Geld kommen, was wir wieder verkaufen und letztendlich dann unseren Geldbeutel auffüllen können. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Das war's mal wieder hier von der Deichhof Abendfreden und ich sage Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal, euer Baden-Farmer.